So Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bauen wir in der Burg noch ein kleines Häuschen. Ich sag mal auch vielleicht für die Wachen. Beim letzten Mal hatten wir den Pferdestall gebaut gehabt. Und ich würde sagen, dann fliegen wir mal rein. Ich habe das Ganze schon mal ein kleines bisschen vorbereitet, wie ungefähr das aussehen soll, also was für eine Größe es haben soll, wie es platziert werden soll. Es ist eigentlich ja kein aufregendes Häuschen. Es wird nur ein kleines, ich sag mal fast Standardhäuschen. Ist ganz einfach zu bauen und das Video sollte eigentlich auch nicht so lange dauern. Gehen wir wieder hin, machen drei hoch. Ups, so 3, 3, 3 und hier das Ganze auch nochmal. Jetzt nehmen wir einfach wieder die Mauerstücke, setzen die hier rein. So, hier kommt es dann gleich für die Tür, deswegen lassen wir das eins breit offen. So das Ganze, hier machen wir das auch nochmal. Und hier dasselbe. So, dann sind wir mit dem Grundriss im Endeffekt fertig. Jetzt nehmen wir die Tür, setzen die Tür rein. Dann fangen wir an, das Dach zu bauen. Das ist auch wieder eigentlich kein Hexenwerk. Wir setzen das hier so hin. Gehen hier einmal schön rundherum. So. Ups. Und so. Jetzt nehmen wir wieder einen Fichtenholzbretterstapel und setzen den hier hin. Dann machen wir das Ganze einmal so. Hier drüben das gleiche auch nochmal. Und dann auf der Seite. So das Ganze. Jetzt können wir gerade mal hingehen, können hier einmal das reinbauen, wobei vielleicht sieht es von innen besser aus, wenn wir das machen. Schauen wir gerade mal. Na, ich glaube, das könnte wirklich besser aussehen. Tatsache. Machen wir das hier auch nochmal. Weg mit dir. Festgemacht. Ah, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Und wieder zu. Zu. Das weg. Das weg. Und jetzt könnten wir theoretisch einmal das Ganze, die Bretter hier so hinsetzen, das weg, und dann nehmen wir das weg. Wenn wir den wegmachen, kommen wir glaube ich wieder durchs Dachtisch. Ah, verdammt. Okay, dann funktioniert es doch nicht, was ich vorhab. Obwohl, da können wir gleich mal schauen. Doch, wir könnten es hier hinmachen. Dann machen wir halt hier das Fenster weg. Das ist ja kein Problem. Dann so, dann gehen wir hin und nehmen die Leiter.
Ich glaube, wobei ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verschätzt. Aber schauen wir gleich. Und jetzt nehmen wir einfach die Dinge, setzen sie hier dran. So, gehen noch mal raus, schnell. Setzen das hier wieder dran. Jetzt schauen wir mal, ob wir da oben hochkommen. Ah, perfekt, geht. Das ist doch schön. Jetzt können wir hingehen und können hier noch auf die Schnelle ein bisschen dekorieren. Was machen wir hier Schönes? Nehmen wir wieder klassisches Bücherregal. Rüstiere brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was ist das? Kartenzeichentisch? Ne. Nehmen wir erstmal das. Das können wir jetzt wieder klasse hier unten in die Schrägen reinsetzen. Und auf der Seite auch. Und jetzt könnten wir theoretisch hier noch ein Bett hinstellen. So. Oder machen wir das Ganze so. Und hier auch. Okay, hier unten können wir jetzt hingehen und da bauen wir einen Ofen. Der Ofen wird eine Besonderheit haben. Und zwar wird es aussehen, als hätte der Ofen eine Herdplatte obendrauf. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich schaue gerade mal, wo haben wir es denn? Hier ist der Ofen. Dahin brauchen wir. Dann brauchen wir den Rüstungsständer. Und wir brauchen die Kettenhaube. Und zwar, die ist hier, die Kettenhaube. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir den Ofen hier hin. Dafür müssen wir dann hingehen. Sorry, Leute. Dafür müssen wir hingehen. Ups, einmal ein Loch machen. Da stellen wir die Rüstung, den Rüstungsständer rein. Dann nehmen wir die Kettenhaube, setzen sie oben drauf. Dann kommt der Ofen nicht in die Hand. Das war jetzt blöd. Ah, alles zerstört. So. Kettenhaube. Jetzt müssen wir doch noch einmal das Ganze wegmachen. Setzen nochmal kurz hier einen Stein rein, dass wir den Ofen davor setzen können. Dann müssen wir das auch nochmal wegmachen und den müssen wir auch nochmal wegmachen. Verdammt, hätte ich auch früher dran denken können. So, dann nehmen wir einfach einen Kolben. Wo war der jetzt noch gewesen? Hier den normalen Kolben nehmen wir noch. Und einmal hier das Redstone. So, jetzt setzen wir den Kolben hier oben dran. Warum macht das jetzt wieder nicht? Ei, ei, verdammt. So, jetzt genau. Jetzt nehmen wir den hier oben wieder weg. Und jetzt kommt der ganze Trick. Wir nehmen jetzt den Redstone, stellen oben drüber, der löst aus, schiebt das runter auf den, auf das Kettenhemd bzw. auf den Rüstungsständer. Wenn wir das jetzt wieder wegmachen, seht ihr, es hat das Ganze einfach nur einen Block nach unten geschoben und hier oben drauf sieht es aus, als wäre eine Herdplatte. Jetzt können wir den Boden wieder zumachen. Und zwar so, so. Das hier machen wir auch wieder zu. Da brauchen wir dann wieder das hier. Den haben wir noch. Ah, und noch einen. Oder ja, eins müssen wir noch schließen. Noch einmal das Brett. Glaube, das war das hier. Mal das gerade raus. Erst wieder das Regal hinsetzen, dann das von unten dran und mit dem Brett die Decke wieder verschließen. So, wenn wir jetzt hingehen und füttern den Ofen mit Holz. Okay, das macht er nicht, war klar, habe ich mir fast gedacht. Ah ja, mit Kohle. Mit Kohle rein geht das, das geht auch nicht.
Dann hauen wir einfach das Fleisch rein. Auch gut. So, und ihr seht, das fängt sogar oben an, halt silber zu werden. Oder es wird halt silber. Sobald es zu Ende ist, wird es wieder schwarz. Kann man das hier auch wieder aufmachen. Ist nur eine kleine nette Spielerei, finde ich. Und das Ganze wurde mir auch von meiner Tochter gezeigt. Die kam an, hat gesagt: Ja, Papa, guck mal, deine Ofen sehen voll langweilig aus. Ich zeig dir da was viel, viel Cooleres. Wir bauen eine Herdplatte oben drauf. Und da habe ich mich noch gewundert, wie will sie das machen. Und ja, hier ist es. Ich hoffe, ich konnte euch da auch was Neues zeigen. Wäre natürlich klasse. Dann gehen wir nochmal hin, holen nochmal Truhen. Wo haben wir sie? Nehmen wir die Truhe noch und was nehmen wir noch? Ja, ich glaube, das reicht. Dann setzen wir jetzt hier einfach zwei Truhen hin und hier nochmal ein Bücherregal. Hier bauen wir wieder einen Tisch. Einmal damit. Dann brauchen wir die Falltür und wir brauchen noch eine Falltür und zwar hier. Jetzt setzen wir erst wieder den Zaun hin. Darauf setzen wir die Falltür und dann bauen wir die Stühle. Das ist auch wieder einfach Holzblock hin, Holzblock hin. Darauf kommen jetzt die Fichtenfalltüren. Wird ausgeklappt. Ups. Wird ausgeklappt und fertig. So. Jetzt können wir eigentlich noch hingehen und können nochmal eine Truhe in die Ecke stellen. Hier drüben könnten wir theoretischweise nochmal. Was machen wir da? Was könnte man Schönes machen? Ah, dann nehmen wir einen Rüstungsständer. Stellen wir einen Rüstungsständer hin. Sehen den die Rüstung an. Das. Das. Und die Rüstung kriegt diesmal einen Helm auf, keinen Kopf. So. Schuhe. Obwohl, vielleicht ein bisschen drehen das Ganze. Oder hier vorne hingestellt. Genau. Jetzt gucken wir mal, nehmen wir noch die Bilderrahmen. Wo sind sie? Hängen wir noch zwei Bilderrahmen an die Wand, wo wir Gegenstandsrahmen, so rum, Gegenstandsrahmen nehmen. Und dann können wir da eigentlich nochmal ein Schwert reinpacken und nehmen wir das goldene Schwert und wir nehmen noch die goldene Axt. So, das gerade hier hin, hier hin. Ups, goldene Axt. Das Schwert habe ich wohl nicht ausgewählt. Armes, goldenes Schwert da. So, jetzt noch eine Lampe oder eine Fackel. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fertig. Mal schauen, packen wir mal die Fackeln ein, nehmen wir auch mal die Lampen rein. Und dann schauen wir am besten mal, wie wir das Ganze machen. Hier passt das nicht. Hier können die so draufstellen, das sieht doch ganz gut aus. Wenn die Decke gehängt, geht nicht. Ich könnte sie theoretisch auch nicht, ne, da hinten kann ich auch nicht hinmachen. Da nehmen wir dann. Ah. Gehen wir noch einmal hoch, setzen hier. Ups, das war. Jedes Mal falle ich wieder drauf rein. Machen wir das so: Fackel hin und eine Fackel hin. Irgendwie runter. Was ist jetzt los? Dann machen wir Boden kaputt, lassen uns runterfallen. Ja, was
jetzt? Klemmt's. So. Okay. So, ich würde sagen, wenn wir das jetzt hier repariert haben, ist es auch wieder gewesen. Oder machen wir hier draußen noch was? Ja komm, das machen wir noch wieder weg. Da nehmen wir dann doch noch mal den hier und dann legen wir den noch rein. Das heißt, so sieht ein bisschen schöner aus. Jetzt können wir gerade noch mal hingehen und können das gleiche, wie wir sonst auch immer machen, hier noch mal machen. Auf der Seite lassen wir das weg. So. Ach, die Fenster haben wir vergessen unten reinzusetzen. Das sieht doch gut aus. Dann setzen wir hier noch die Fenster schnell rein. Und zwar wieder das hier. Und da können wir auch gleich noch ein Schild hinhängen. Ich weiß zwar noch nicht, was wir draufschreiben auf das Schild. Dieses Schild. So. Ups. Zugeklappt. Zugeklappt. Wie nennen wir es? So, ganz kreativ meinen eigenen Namen, Sascha. Obwohl, das ist blöd. Machen wir. Burg. Straße. So. 1a. So. Das noch rein, dann hängen wir jetzt gerade hier. Nee, doch, wir machen das hier. Und zwar die Lampen. Und wenn das hier funktioniert, was ich zwar nicht glaube, können wir aber hier noch die Glocke hinhängen. Wo ist sie? Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe die, um ehrlich zu sein, noch nie benutzt. Ah, so. So, perfekt. Nee, das gefällt mir aber nicht. Dahin. Und dahin. Und die Glocke, gucken, ob wir die hier oben dran kriegen. Natürlich nicht. Da müssen wir doch dahin hängen. Okay, Leute. So, ich würde sagen, das war's dann wieder gewesen. Für heute. Das ist das Häuschen, was wir gebaut haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne. Und ich lasse mir was fürs nächste Mal einfallen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Ofen was Neues zeigen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sascha.